Ja, guten Abend YouTube und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute geht es mal um den iJoy Limitless XL, den ich jetzt bereits seit einer Woche testen durfte. Ich habe auch die zwei Fertigcoils bereits gewickelt, die zwei Wickelcoils gewickelt. Ich schraube mal hier den 2 auf. So sieht das bei mir gewickelt aus. Einmal der. Ich bin aber momentan echt beim Fertigcoil geblieben, weil ich den geschmacklich eigentlich noch ein bisschen geiler fand. Und das ist der andere. Der ist ein bisschen besser gewickelt, muss ich sagen. Ja. Ja, auf jeden Fall, was wollte ich sagen? Finde ich den Fertigcoil im Moment geschmacklich nicht besser, aber ich habe auch im Moment nicht die Zeit, wirklich selber zu wickeln. Ich muss sagen, alle drei Coils sind geschmacklich besser. Sprich, der ist gut. Der Single Coil ist schon bombastisch. Ich finde aber, der Dual Coil ist bereits schon bombastisch, aber der Single Coil finde ich noch einen Ticken geiler, wenn ich das so ausdrücken darf. Im Geschmack vom Dampfverhalten ist der Single Coil auch super. Der Dual Coil natürlich ein bisschen besser, braucht aber dementsprechend länger, um sich warm zu machen, um so richtige fette Wolken rauszuholen. Nachfluss bei allen drei Geräten mit PG und VG lastigen und 50-50 Liquid ist bei allen gut. Ich hatte bei keinem der drei irgendein Burner, dass mein Verdampf angefangen hat zu kokeln. Das wiederum ist sehr positiv. Was ich negativ finde, ich hatte bei dem Dual Coil das. Ich glaube aber, dass das mein eigener Fehler war. Ich glaube nämlich, ich habe versehentlich das Liquid durch den Kamin geschüttet und dann ist das unten wieder rausgelaufen. Das möchte ich jetzt aber nicht beschwören. Kann auch sein, dass das ein Fehler von iJoy war, was ich aber nicht glaube. Da werde ich mich aber in den nächsten Tagen nochmal mit zusammenfassen und dann in dem nächsten Video auch nochmal ein kleines Statement geben. Ich dampfe jetzt auch hier den Sprachfehler, darauf dampfe ich erstmal eine Runde. Ich dampfe auch in dem Tank jetzt momentan Strike. Gibt den Geschmack sehr gut wieder. Was ich wirklich sehr schön finde, ich gehe jetzt mal kurz mit der Wattzahl auf ein bisschen runter. Lassen wir das sehen. Ja, das ist die kleine LED. Die ja echt, finde ich eigentlich super ist. Ich finde, das ist so ein kleines Feature, was so ein bisschen Schnickschnack ist, aber was eigentlich ein schöner Schnickschnack ist. Ich habe auch schon gesehen, die LED gibt es auch noch in anderen Farben. Ich habe auf jeden Fall schon blau gesehen im Online-Shop. Was es da noch gibt, müsste ich jetzt schwören. Möchte ich jetzt auch nicht sagen, ich weiß auch nicht, ob es auf meiner Verpackung draufsteht, aber ich meine, da stand nichts drauf. Nö, steht nichts drauf. Ja, und das war's auch schon mit dem kurzen Vlog. Ich möchte dann euch nicht zu lange drüber auf die Folter spannen, dass ihr sagt, ja, wie findest du denn das Teil? Also wenn ich wieder einen Punkt geben müsste, der Limitless XL wird Geschmack 9 von 10, Verarbeitung 10 von 10, Design 10 von 10. Obwohl ich die schwarz-goldene Variante noch ein bisschen schicker finde, ich mich aber doch im Endeffekt für die silberne entschieden habe, weil ich hier schon schwarz habe. Ich finde, das sieht auch gut aus. Einziger Kontrapunkt, den ich habe, ist momentan, ich hatte aber auch noch keine Zeit und Lust, mich damit auseinanderzusetzen, warum, wieso, weshalb das nicht geht. Ich schraube jetzt mal den Verdampfer einmal auf meinen G-Priff drauf und eigentlich müsst ihr den auch erkennen. Das tut er aber nicht. Wenn ich den jetzt drauf schraube, kann natürlich sein, dass es jetzt Wahl war. Es ist wichtig, ich sage aber vorweg, es ist nur bei dem Fertigcoil so. Bei dem normalen, zeige ich das? Ja, warum zoomst du denn nicht ran? Check Atomizer zeigt er an. Check Atomizer. Es ist aber nur bei dem Fertigcoil so, bei der Selbstwicklung
Da passt das. Ich denke mal, dass das im Bereich ist, den der Akkuträger nicht unterstützt. Finde ich ein bisschen schade von Smog. Weißt du, das wäre auch so eine schöne Kombi gewesen. Aber ja, habe ich halt hier die Kombi und damit ist dann der TFV8. Oder halt, wenn ich wieder einen Selbstwickler mache, dann kommt das da. Ja, ich danke euch fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen hoch, wenn nicht, ruhig einen Daumen runter. Über ein Abo würde ich mich freuen. Und wenn es dann beim nächsten Mal wieder heißt, Robito ist back, hoffe ich, ihr schaltet ein. Bis zum nächsten Mal, euer Robito. Ciao.